Hallöchen, es ist unglaublich. Aber es gibt wieder Herr der Ringe Online, wie versprochen. Ich sage das nicht immer einfach nur so, sondern ich tue es auch. Ja, und da wären wir wieder. Ich kann dir mal kurz erklären, wo das Problem an der ganzen... Ich mache ja keine Infovideos. Ich finde Infovideos ja kacke, wenn ich das mal so sagen darf. Deswegen erkläre ich jetzt einfach mal hier. Die meisten auf meinem Kanal sind ja wahrscheinlich auch wegen der Herr der Ringe Online da. Von daher nutze ich jetzt einfach mal die Gelegenheit. Was war denn los? Ja, es war Sommer und mein Netzteil hat nicht mehr gewollt. Und dann war das kaputt. Und dann habe ich mir noch einen Lüfter geholt. Und dann... Also ich hatte schon mal... Also wir das letzte Mal... In der letzten Folge haben wir ja eigentlich nicht hier aufgehört. Sondern in... wo war es denn? In Thorins Hallen. Als wir da irgendwo beim Handwerk waren. Ja. Und dann habe ich dann schon mal... quasi aufgenommen, zwei Versuche lang, 40 Minuten oder 45 Minuten und ja, jedes Mal kurz bevor die Folge zu Ende war und ich cutten konnte, hat sich einfach mal der Rechner verabschiedet und dann war das irgendwie weg. Also die ganze Aufnahme weg und dann habe ich mir gedacht, das ist blöd. Dann habe ich dann rumgeforscht und gemacht und getan, weil kann ja nicht sein. Und ja, im Endeffekt, wie gesagt, Netzteil kaputt, neues Netzteil gekauft, da habe ich mir gleichzeitig noch einen neuen Lüfter geholt. Dann war das erstmal wieder gut. Ja, dann ist quasi, ich weiß nicht warum, ob genau deswegen oder überhaupt und generell, hat sich mein Motherboard verabschiedet, durfte ich mir einen Tag später auch nochmal ein neues kaufen. Dann habe ich alles wieder hergestellt, alles wieder gemacht, alles wieder getan. Dann ging es erstmal gut. Dann wollte ich wieder starten und dann, ja, Pustekuchen. Dann fing der wieder an abzuschmieren, die alte Kiste hier. Und dann habe ich dann gesucht und gemacht und getan und alles deinstalliert, also formatiert und wieder neu installiert. Und dabei ist er schon wieder abgeschmiert und da habe ich 4 Tage lang dran gesessen, um dann rauszufinden, dass es der Arbeitsspeicher war. Weil, wenn man nämlich den Arbeitsspeicher, ich mache in der Zeit mal die Geschenke auf, wenn man nämlich den Arbeitsspeicher, wenn man Memtest laufen lässt, falls ihr das nicht kennt, ist ein tolles kleines Programm, was man beim Hochfahren starten kann. Wenn man das Ding normalerweise eine Woche durchlaufen lässt, und es kommen keine Fehler und man macht das Ding 5 Minuten an und der Arbeitsspeicher hat mal eben 70.000 Fehler, dann weiß man, irgendwas ist nicht ganz richtig. Ja, das war dann auch nicht richtig. Direkt einen alten 2 GB RAM eingebaut, während hier diese dramatische Musik einsetzt. Hier war doch auch irgendwie ein Quest, habe ich letztens, meine ich. Ich war doch schon mal hier gestern oder vorgestern. Einmal kurz. Und ja, neuen Arbeitsspeicher. Jetzt, heute ist Montag quasi, während ihr diese Folge seht. Jetzt ist gerade morgens und ja... Jetzt ist morgens und ich habe mir gedacht, ich nehme direkt mal auf, weil ich will euch ja möglichst... Ich habe euch ja lange genug warten lassen. Wenn ich das mal so... Ne? War ja wohl jetzt lange genug. Naja, ich habe auch noch Nachrichten. Was ist denn das hier? Ach du Scheiße. Oh, es gab ein Patch, ne? Ach du Scheiße, es gab ein Patch. Ich habe gar keine Fähigkeiten mehr. Oh, fuck. Ja, ich weiß mal wieder von nix. Ich habe nichts mitbekommen, weil ich ja irgendwie einen Monat weg war. Und deswegen darf ich mir jetzt erstmal... Ich war noch irgendwo Quests, irgendwo bei Bilbo, glaube ich. Ja, und deswegen hat das alles so lange gedauert. Jetzt bin ich aber wieder da. Jetzt kann ich wieder noch aufnehmen. Ich habe das Glück gehabt, dass ich schlau genug war, meine gesamten Spielstände, nicht für Herr der Ringe Online, sondern generell, meine Spielstände in der Steam Cloud zu speichern. Kann ich euch nur wärmstens empfehlen. Ich habe vorhin einmal kurz das Warhammer gestartet. Und ja, trotz Deinstallation... Gut, die Spiele waren eh auf einer anderen Platte, ich musste die nicht neu installieren, war jetzt kein Problem. Aber obwohl die ganze C-Platte komplett einmal gelöscht war, konnte ich einfach alle Spielstände und alle Einstellungen von der Steam Cloud wieder runterladen und alles war wieder da. Ich bin wieder genau an der gleichen Stelle, das ist also sehr formidabel, also das funktioniert gut, kann ich nur jedem wärmstens empfehlen, macht das. Für alle Fälle, man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, und ich bin jetzt hier mal bei, wer ist denn das? Ach, Samwise. Samwise und Peregrin. Tuck. Was wollen die denn von mir? Peregrin? Bleibt doch und nehmt etwas Tee. Huch, was macht denn für Geräusche? Vorwort, der Wanderstab. Was ist das schon wieder für Quest? Oh Gott. Seid gegrüßt. Ich fürchte, es sind bereits genügend Hobbits unter den Gefährten. Unsere Zahl ist größer als die der anderen Völker, wisst ihr. Obwohl Merry sagt, dass Gandalf wahrscheinlich mehr zählt, welchem Volk er auch immer angehören mag. Den Zauberern. Wer ist denn da? Hallo, du. Hallo... Krona Nachtschatten, Beschützerin des Auenlandes. Guten Tag. Ja, ja, zieh dir erstmal eine Pfeife durch. So, Felder erweitern. Felder erweitern? Was? Ich habe keine. Oh, ich habe keine Aufgaben mehr. Haha, ich habe keine Aufgaben mehr. Ja, ist super. Okay. Ich kann mir gar nichts, keine Quests holen, weil ich gar keine Slots mehr habe. Dürfte ich kurz mit euch sprechen?
Packen in letzter Minute. Das sind wohl... Ich weiß gar nicht, was für Quests das sind. Und was ich auch nicht weiß, ist, was das hier. Welche Bestie? Spur der Kreatur. Was ist denn das für eine Quest? Ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das für automatische Quests sind. Ich werde jetzt einfach mal... Was haben wir denn hier? Epos, Band 2. Nee. Band 1, Buch 6 war... In Angmar? Angmar, genau. Angmar. Weg nach Erebor. Weg zum einsamen Berg. Schließt die Instanzen ab. Ja, komm, das können wir schon mal abbrechen. Das komme ich ja wahrscheinlich eh nicht zu. Wo war ich denn jetzt? Wächterquest. Klassen. So, ich war doch Nordhöhen, Nebelgebirge, sowas in der Richtung, ne? Nordhöhen, Nebelgebirge. Guck mal hier. Das sieht gut aus, weil die habe ich nämlich auch gemacht, genau. Ich war nämlich in den Nebelgebirgen und habe nämlich ein paar von den Quests gemacht, während mein Spiel sich, nicht so ganz gut verhalten hat, habe ich ja gerade schon erzählt. Das war dann ja irgendwie weg und deswegen habt ihr das jetzt alles leider nicht gesehen. Es war aber auch wirklich nur ein paar Viecher kloppen und hier die man hier noch sieht. Wenn ihr jetzt die letzte Aufnahme aufmacht, dann werdet ihr sehen, da, ist ein bisschen, was ist da für eine Quest? Da sind ein paar Quests Mego mehr fertig. Sprecht mit, ist das laut. Ja, ich spreche auch mit Glorfindel, kein Problem. So, jetzt muss ich aber erstmal gucken hier. Klasseneigenschaften. Was haben wir denn da? Hallo? Achso. Klasseneigenschaften, wie komme ich denn da hin? Wo ist denn hier meine Klasseneigenschaften? Ruckel. Ruckel. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was haben wir denn hier? Hier sind aber immer noch die richtigen drin. Naja, guck mal hier. Da sind immer nur die gleichen. Und hier sind auch immer noch die gleichen. Da fehlt mir nämlich nur die Hobbit-Stille. Aber alles andere kann ich nämlich mal machen. Hier unten ist schon mal richtig kacke. Ich gar nicht weiß, wofür das ist. Ist das hier eigentlich passiv? Plus 20 Macht. Stein werfen. Spinnenlist, Schrei des Adlers, bla 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 bla. Was? Spinnenlist und Schrei des Adlers? Gefährtenfähigkeiten? Achso, Gefährtenfähigkeiten. Hobbit-Schleichen habe ich bekommen, ja, das ist richtig. Das ist Hobbit-Stille eigentlich. Achso, das ist so weit wie Todstellen. Verstehe. Und das gibt plus 1, plus 1, plus 1. Wofür, was ist sie eigentlich? Rückkehr ins Auenland, Rückkehr nach Michelbinge. Will ich haben. Ich weiß nur noch nicht genau wie. So, und was habe ich denn hier? Ach, toll. Was war ich denn? Ach komm, ich reite mal auf ein Pferd, weil ich muss ja irgendwie in die Nordhöhen, glaube ich. Ach, ich weiß auch wieder, warum ich nicht in den Nordhöhen bin, sondern warum ich, Nebelgebirge, nicht Nordhöhen, Nebelgebirge. Gibt es eigentlich nur eine Gegend? Irgendwie sowas? Unten hier in Gondor gibt es da irgendwas Neues? Gondor gibt es neu. Klar, natürlich. Hallo, Gondor. Cool. West-Gondor. Morlat. Pfade der Toten. Cool. Haben wir. Königsstadt. Weitenmark. Westfold. Bin ich denn jetzt schon wieder? Strohan. Ostrohan, Westrohan. Aber Westrohan gibt es doch. Oder nicht? Helms Klamm? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich blick da nicht durch. Ich bin da voll verwirrt. Ich hock mich mal eben auf ein Pferd. Weil ich muss ja hier nach Norden. Nach Norden? Irgendwo hier so hin. Dahin, da ist auch noch eine Quest. Da ist auch noch eine Quest. Ach, guck mal. Sieh mal leider an. Ich finde hier wieder Sachen, das ist ja unglaublich. Habe ich gar nicht gewusst. Warum ruckelt das Wasser eigentlich so? Und warum ist das so unglaublich schnell? Und wo ist diese Quest? Irgendwo hier. Irgendwo hier? Huch, wer bist du denn? Welche Quest ist denn das?
Die Lektion eines Gelehrten. Stellt die wieder zusammengesetzte Vase auf den Präsentiertisch. Ach, guck mal. Ich bin auch blöd. Machen wir das doch mal. Wenn wir einmal hier sind, ne? Ja. Präsentieren wir das mal. Yay. Und dann spricht mit Deluros. Lass mich raten. Natürlich ist der da hinten. Ja, jetzt kann er mich aber mal. Der alte Deluros, der geht mir jetzt gerade mal gegen den Strich. Das machen wir mal nicht. Hier wird hin. Über den Markt von Bruchtal. Nach. Hier hinten hin, hier rüber. Warum muss immer alles so weit weg sein in Bruchtal? Ich hasse diese Gegend. Die ist richtig kacke. Also ich finde Bruchtal hier echt nicht gut. Ist einfach alles so unübersichtlich und so weit auseinander. Hallo Haus. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass die Karten groß sind, aber ich finde das blöd, wenn wichtige Dinge einfach nicht nah beieinander sind. Das ist einfach nur Zeitverschwendung. So, wo möchte ich hin? Ich möchte natürlich in die Nebelgebirge. In die Nebelgebirge nach Gloins Lager. Ich mache mal nicht die Schnellreise, sondern die lange Reise, weil ich will ja hier noch meine Fähigkeitenpunkte einsetzen. Spezialisierung erforderlich. Ja. Das sieht jetzt auch toll aus. Okay, was hatten wir denn? Schadensreduzierung, Verteidigung. Blutungen? Wir hatten die Blutungen, ne? Lichtschaden und zweihändiges Tanking, um Gegner zu bezwingen. Okay. Überragend bei Schwächen von Gegnern. Erhöht somit die eigene Überlegungsfähigkeit. Können Wächter mit zweihändigen Waffen tanken, um größeren Schaden zu verursachen. Austeilen von Schadenfähigkeiten haben höheren Grundschaden, Blutung, mächtige Abschlussfähigkeiten. Das ist für Tanks. Damit mache ich gar keinen Schaden mehr. Tja, nehme ich Schattenkämpfer oder nehme ich die kühne Klinge? Das ist eine gute Frage. Ich sollte eigentlich die kühne Klinge nehmen, ne? Was habe ich denn für eine Waffe? Aber ich habe ein Zweihandschwert, von daher wird es eigentlich fast mehr Sinn machen. Na gut, das hat Parierfähigkeiten, aber... Hä? Wieso habe ich eigentlich keine Werte bei... eine Nahkampfwaffe anlegen? Achso, ich bin ja auch am Pferd, klar, natürlich. Ha. Ich glaube, ich nehme echt mal Schattenkämpfer. Ich glaube, den Schattenkämpfer hatte ich noch gar nicht, ne? Ich weiß ja, das ist eine blöde Idee und ihr werdet mich dafür hassen, aber ich glaube, ich mache das trotzdem mal. Ich habe halt kein DD. Was soll ich denn machen? Ich kann mich hier ja auch nicht krumm und schief stellen. Hm, ich nehme jetzt einfach mal den Schattenkämpfer und, ja. Tada, da bin ich schon. Guck mal hier, ich habe schon wieder Fähigkeiten. Das ist doch cool. Die meisten davon werde ich wahrscheinlich gleich nicht mehr haben, aber naja, ist ja egal. 22 Punkte habe ich. Und was ist hier? Klasseneigenschaften? Warum kann ich da nicht draufklicken? Das sind die doch, die Klasseneigenschaften. Ah, jetzt ist die Meldung auch weg. Okay. Okay. Hier sind ganz viele Eigenschaften, die ich gerade bekommen habe. Das ist gut. Und jetzt bin ich auch gleich da. So. Sieht die Grafik eigentlich besser aus als vorher? Weil ich habe jetzt einfach alles auf Ultra gestellt, was irgendwie ging. Also ich kann die Grafik nicht höher stellen. Das ist jetzt das absolute Maximum, was dieses Spiel hergibt. Und ich hoffe, es sieht besser aus als vorher aussah. Ich weiß es aber nicht. Aber ist ja die gleiche Grafikkarte. Also keine Ahnung. Von daher. Dieses zwischendurch Ruckeln ist halt, weil hier die Karte und so geladen werden muss. Ne, ist klar. So, wieso habe ich den Markt? Habe ich den Marktstern hier? Dann hätte ich gar nicht laufen müssen. Nee, das ist Vorochel. Das ist Kaupakota. Das ist natürlich sinnvoll. Und ich muss mal die Musik ein bisschen leiser machen. Sorry, wartet. Die Musik ist ein bisschen... Die ist zwar schön, so, aber die ist ein bisschen laut. So, dann gehen wir mal ein paar Quests ab. Yay. Hört meine Worte. Besiegt Bären. Machen wir da glatt. Bären hauen wir da um. Hier war doch noch irgendwo eine Quest. Ach ja, da unten. Bei dem Typen an dem Schild. Beziehungsweise das Schild an sich ist die Quest. Und was ist das? Ach, die kann ich ja alle. Und zack. Das war jetzt... Weiß ich gar nicht, was das jetzt alles war. Hm, keine Ahnung. Ach, geschmeidige Tierhäute, glaube ich. Gut, dass die einfach mal schon grau ist. Warum auch nicht? Verborgen durch Pelze und irgendwas. 3 von 10. Jetzt lasst mich mal nicht lügen. Wo muss ich denn jetzt hin? Genau, hier muss ich Bären killen. Dann reiten wir hier hin, killen die Bären und geben hier die Quest ab. Ha! Trick. Ich habe jetzt das letzte Mal sogar schon Hellegrott hoch, aber...
Es hat nicht sein sollen. Es hat nichts gebracht. Ich bin nicht bis da oben hingekommen, weil davor ist der Rechner abgeschmiert. Von daher, ich war quasi kurz vor Heligrod, aber... Oder auch nicht. Aber jetzt machen wir erstmal die Eigenschaften. Nein, die machen wir in der nächsten Folge. Bis gleich. Bis morgen.